Zeit für ein Duell. Ja, moin und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal, dankeschön, dass du da bist. Wir zocken heute wieder eine Runde Yo-Yo, französischer Twist. Mal gucken, gegen wen wir spielen. Wir nennen mal Geschichtsdeck einfach. Wir spielen den Fudo gegen Cheri LeBlanc. Oh, okay. Nehmen wir Blatt. Oh, gewinnen sogar. Und dann sind wir Erster. Wir kennen ja Fudos Deck einfach. So, schauen wir mal. Was haben wir hier? Den komischen Igel haben wir hier wieder. Was ist das hier? Zweimal. Ja, wir holen uns erstmal eine Karte auf die Hand. Ja, mal gucken, was wir hier so haben. Okay. Was können wir denn hier uns holen? Könnten wir nicht uns irgendwie... ja. Die Frage ist nur... Wir holen uns den mal auf die Hand. So. Okay. Dann setzen wir den mal in Verteidigungsposition. Mit 900. Verteidigung, aber der kann ja nicht, könnte der Zweizüge, erst beim zweiten Zug kann er zerstört werden. Oh, 1800. Ja, nee, ist okay. 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 Ja, gut. Alles klar. Was haben wir hier? Wähle ein Monster, das in diesem Spiel durch Kampf zerstört und auch dann wird. Oder Beschwör als Spezialbeschwörung. Ah, okay. Das können wir mal setzen. Den können wir auch mal setzen. Diese Karte kann nicht als normal beschwört werden oder gesetzt werden. Diese Karte kann nur als Spezialbeschwört werden. Beschworen werden. In die Angriffsposition. In die eine Karte von. Eine Karte von deiner Zauber der Fallenperson im Friedhof liegt. Na, Wahnsinn. Das bringt ja irgendwie gar nichts. Ja, und was bringt das? Komm, ja, setzen wir mal den Igel hier. Ja, und dann betten wir uns hoch. Ja, ein starkes Monster mit 1800. Ja, hier auf mein Igel geht. Auch. Okay. Nein. Nein. Ich weiß es gar nicht, ob wir jetzt gleich eine Fusion machen können. Lass mal gucken. Erstmal gucken wir, was für eine Karte wir ziehen hier. Die ist gut. Nein. Die setzen wir einfach mal. Nein. Erstmal beschwören wir den hier mit 1300. Jetzt aktivieren wir... Oh, ich kann... Ah, ja, cool. Ja, danke. Was denn? So. Nein. So, können wir uns eine Fusion machen hier? Ja, wunderbar. Welchen können wir uns schon holen hier? Was kann der hier? Kann man nicht durchlesen, ne? Das ist ja auch so eine... Das sind 5, das sind 7 Sterne. 2000... Ach, guck mal, wir nehmen den jetzt hier einfach mal. Zack. Den da. Und... Den da. Und den da. Ah, aufhören wir 3. Okay. Im Angriff. Natürlich im Angriff. Was für eine Karte aktivieren? Oh, können wir eine Karte aktivieren? Achso, nein. Die wollen wir nicht aktivieren. Ach, nee. Das ist okay. Aber, jetzt können wir doch die Karte aktivieren. Können wir den nicht wiederholen? Ja, natürlich können wir den wiederholen. Perfekt. Gleich im Angriff. Zack. Ja, da ist er wieder. Dann greifen wir direkt einfach an hier. Zack, direkt auf die Lebenspunkte. Bam. Und dann wenden wir uns auch. Das war doch schon mal ein ganz guter Move, würde ich sagen. Wir könnten eine Karte aktivieren. Welche könnten wir aktivieren?
Ah, nein. Die wollen wir nicht gewinnen. Können wir beim Gegner machen. Nö. Nein. So. Oh, sie beendet ihren Zug. Okay. Was ist denn? Nein. Was ist das hier? Falls so ein Synchro-Monster Kontrolle fälle ein Monster oder ein Gegner zerstört das. Schön. Das ist gut. Das ist gut. Nein. Dann greifen wir einfach direkt wieder an. Nein. Wir greifen direkt an. Direkt auf Lebenspunkte. Nein. 3400 noch. Na, Sherry. Das ist doch nicht so einfach, ne? Wie du das gedacht hast. Wir haben noch 8000 Lebenspunkte. Das läuft bei uns, richtig. Oh. Okay. Nein. Kannst du da was machen? Der Gegner hat eine aktiviert. Kann. Falls die Karte als Sünger auf dem Kollektor wird, du kannst ein Monster oder. Ein Monster Stufe 2 oder niedriger als. Nein. Nein. Und sie beendet ihren Zug. Okay. Nein. Oh, der Max-Krieger. Oh, wir hätten ja auch einen Effekt. Mal gucken, was für einen Effekt haben wir denn hier? Könnte ein Monster wählen, dass der Gegner konzentriert verbanne es, während er mein Spielzug legt, es in seinen Kampfpositionen auf den Klick zurück. Ah, okay. Okay. Wir könnten es ja jetzt einfach, wir könnten es einfach machen. Wir hätten jetzt zwei Möglichkeiten, die wir machen könnten. Wir könnten einmal den Effekt hier von der Karte aktivieren hier, vom Bogenschützen. Dann können wir die Karte hier verbannen und direkt angreifen. Und mit dem Max-Krieger hinterher. Oder wir geben den auf die Hand wieder. Ja. Ah, komm, wir beschwören den einfach mal im Angriff. Nein. Und zerstören einfach nur die Karte. Nein. 1800 auf die Karte da. Zack. Geben mal Shiri nochmal. Eine Chance hat sie noch 1600 Lebenspunkte. Aber ich habe jetzt auch nur ein 900er Monster hier. Das ist nicht gut. Mal gucken, was macht sie? Nein. Oh, was macht er? Holt sich wieder das Monster. Okay. Das bringt aber nichts. Aha. Okay. Ah, okay. Den kennen wir doch. Nein. Sie beendet ihren Zug. Nein. Wir könnten... Oh, ich habe jetzt wieder 1800. Das ist gut. Was haben wir denn hier? Ist wieder ein Drache hier. Wir greifen einfach wieder mit dem 1800er Monster hier einfach drauf. Da, zack. Komm, mach ihn weg damit. Zack. Kriegt 1800 und wir gewinnen. Ja, so einfach war das. Sherry. War wohl nix. Gut, liebe Freunde, ich bedanke mich erstmal wieder, dass ihr dabei wart. Gebt doch dem Video einen Daumen hoch, wenn ihr es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, das nächste Mal. Was würde mich auch echt freuen und mich auch unterstützen. Würde mich auch echt freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn das heißt, eine weitere Folge Yo-Yo. Dann bedanke ich mich erstmal und sag auf Wiedersehen. Ich habe gesehen, du hast noch nicht abonniert, aber los jetzt!